Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon Unite. Wieder in der Solo-Herausforderung. Und wir sind nochmal mit dem Schwierigkeitsgrad, denn ich habe festgestellt, wir müssen erst zweimal Mittel gewinnen, um dann schwer freizuschalten. Deswegen, ja, noch eine Runde mit dem Schwierigkeitsgrad hier. Deswegen habe ich noch kommen, heute nochmal hier, wenn wir einfach verfolgt dazu da. Und so noch spielen. Wir nehmen das Ding hier. Ich weiß gar nicht, was mit der Radio so die gängigen Builds sind, aber ich mache mal wieder, dass ich höre noch dann immer nachher spielen, spielen ein Autotext und so und weiter. Mario sollten wir kriegen. Ja, nicht so um angreifen, sondern ja Punkte machen. So, und dann haben wir hoher Steier, ne, für den hier machen können, für den Schnaubetränen. Gut. Auch gut. Punkte sollte, ja, reicht ja schon. Ist das erste Tor schon mal weg. Wollen nicht mal oben einmal wiederkommen, wo sind wir? Jetzt mal wieder Counter Jump. Kiss absenken, danach können wir unten das EG irgendwas machen. Oder was auch immer. Was da jetzt noch gut? Gott anscheinend als Trio drin oder so. Mal gucken, aber Gott steht allein, dann ja auch egal. Aber eigentlich hätte ich mehr nach oben laufen sollen, weil genau bei alle Gegner-Sports werden auch nach oben laufen, aber. Egal. Haben wir auch so gewonnen, wo ich da war. Perfekt. So, die beiden sind ja so wieder auch weg. Was machen sie da? Kriegst du keine Punkte? Nein, da sind nur 6, die uns da drüben haben. Das ist ein Matsch. Ja, mit Nona auf jeden Fall schon mal ein bisschen schwieriger zu fighten als in Wirklichkeit, aber ich muss halt mit meinem Aurora-Steuer drin stehen bleiben, ne? Also wenn ich den halt nicht abhab oder halt da rauslaufen muss, weil da so viele Gegner sind, dann mache ich nicht mehr so viel Damage. Ja, dann geht ja mit der Deppen hier 14 Punkte. So, jetzt haben wir den Jump hier drin. Den Jump haben wir noch gar nicht.
wahrscheinlich jetzt oder so. So nicht, du Adodon. So, machen wir erstmal wieder Entspannung unserer Regie. Die laufen wahrscheinlich alle wieder nach oben geputzt, wenn wir brauchen. Nein, hä? Ich habe jetzt wieder dran. Wie mache ich das nochmal auf? Facebook, hä? Ich hab das gerade aufgemacht. Ich habe einfach nur links geklickt, weil ich meinen Skill skillen wollte. Das ist doch noch, weiß ich nicht. Die Taste zusammen. Ich mach's die ganze Zeit auch nicht, ich verstehe nur nicht wie. Aber ich in die Mitte vom Steuerkreuz drücke, was? Die Mitte vom Steuerkreuz ist auch eine Taste? Jetzt spotte ich die Base. Oder geht's noch alle paar Minuten? Ja, warte mal. Also irgendwann eine Taste vom Steuerkreuz ist es auf jeden Fall. Ich hab nicht rausgefunden, welche. Naja. Vielleicht die mittlere Taste. Dass das Steuerkreuz in der Mitte eine Taste ist. Scheiße, ich bin hier ganz einfach in der FK rumgelaufen, hab ich mir auch gefragt, was da passiert. Die Gegner machen ja auch nicht Punkte, scheiße. Das ist nicht so gut. Mammut, dann machen wir da. Alter, also Mammut ist ja gut getötet. Achso, das ist der Mammut. Sagen wir, was ist gerade wo hier für ein Aufschlag hat. Ja, das ist halt immer noch Führung sein, wenn wir alle Tore bekommen. Wir sehen gleich deshalb nur noch Deppen, wenn jetzt die das Requaza wieder machen. Und dann werden wir einfach unsere Bases treffen und fertig. Da hat der Gegner noch jetzt keine Punkte mehr. Machen wir die oben halt noch, aber ne? Vielleicht noch Doppelpunkte. So. So. Ist aber explodiert. No! Nein, da komm ich nicht mehr ran. So, 3 Sekunden. Spring! Ja, nein. Ich kann auch nochmal 50, aber ich werde keine 50 Punkte machen, dass die werde ich dann nicht reinkriegen in das Tor. Ich hab halt auch noch wieder einen Kohl durch.
du jetzt das gerade bei mittleren Schwierigkeitsgrad, dass da noch zwei mehr kommen. Als erstes Spieler gucken wir das quasi Dev. Weil ich glaube, die eigenen Bots sind halt nicht so schlau, die wissen so, jo, ich muss das ja irgendwie das Feld deffen oder sonst. Dann würde ich doch halt einfach so probiert, lauf dahin lassen, dann laufen wir hin. Punkt. Wer geht dann, wenn man den vorbeiläuft oder nicht, ey. Ist den scheißegal. Ja gut, dann wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.